vor 12 Monaten war er noch bei uns im Anfängerkurs und jetzt tut er so, als hätte er schon jahrzehntelang Erfahrung und will ein Coaching anbieten. Aber warum macht er uns diese eine Sache nicht nach? Warum? Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute wollen wir uns mal dem Thema Glück und Unglück im Trading widmen. Gibt es sowas überhaupt? Kann man Glück haben? Kann man Pech haben? Oder sind es manchmal vielleicht einfach ganz banale Dinge, die den Unterschied machen, ob du einen Drawdown hast oder ob du keinen Drawdown hast? Die Antwort von mir jetzt im Video. Ich habe ja gegenüber vielen anderen Händlern einen Vorteil. Das ist jetzt nicht mein Wissen und es ist auch nicht das Geld, sondern ich kann hier bei uns im Büro mehrere oder verschiedenste Konten beobachten, wie sich diese entwickeln. Das liegt ganz einfach daran, weil wir hier natürlich viele verschiedene Dinge handeln. Also wir haben Konten, in denen wir ausschließlich Aktienoptionen handeln. Wir haben Konten, wo das gemischt ist. Wir haben Konten, wo wir Future-Optionen handeln. Und wir haben natürlich auch Konten unterschiedlicher Größe. Und da ist es halt so, in den größeren Konten wird in der Regel etwas konservativer gehandelt, aber dafür beispielsweise mit mehr Positionen. Und in den etwas kleineren Konten, da werden dann zum Beispiel jetzt weniger Positionen gehandelt, die sind aber von ihrer Positionsgröße, wenn man das prozentual auf die Kontogröße festmacht, natürlich meist etwas größer als in den ganz großen Konten. So, und jetzt habe ich in den letzten Tagen eine interessante Sache gesehen, nämlich, dass ich beispielsweise in den Konten, die aktuell relativ klein sind, nahe am Allzeithoch bin. Also das ist zum Beispiel das Konto, was wir nutzen für die Optionsstrategien, also für unseren Börsendienst, der immer mittwochs kommt. Da haben wir einmal ein Konto, das ist so roundabout, jetzt sind es 34.000 Euro. Das haben wir letztes Jahr mit 25.000 angefangen, jetzt sind es 34. Und in diesem Konto haben wir immer so 5, 6 verschiedenste Future-Optionen. Dann gibt es noch das Konto, was wir ebenfalls hiermit haben für die kleinen Konten, also aus dem Webinar-Lehrgang, kleines Konto oder Optionshandel für kleine Konten. Und da sind wir ungefähr so bei 21.000 Euro und ja, da haben wir momentan auch 5, 6 verschiedene Positionen. Und das Interessante ist, bei diesen Konten sind wir überall fast, also entweder direkt am Allzeithoch oder ganz, ganz knapp darunter. Also da reden wir von einem 0,5% ungefähr, wo wir darunter sind. Vielleicht 1%. Gerade das Future-Optionskonto ist am Allzeithoch per heute gewesen. Und also die beste aller Welten. So, dann sehe ich aber natürlich zum Beispiel unser Coaching-Konto. Und das Coaching-Konto lief das ganze Jahr über besser. Aber, und jetzt kommt das Aber, momentan habe ich da einen Drawdown. So, jetzt muss man das ein bisschen einordnen. Der Drawdown, der ist recht überschaubar. Also wir reden da von ungefähr 2,5-3%, also auch nichts Besonderes. Und wir liegen trotzdem noch sehr, sehr gut dieses Jahr. Das ist ein Konto, das hat ungefähr so 250.000 Euro. Ich werde am Ende des Jahres natürlich wieder die Performance von allen Konten zeigen und die Kunden bei uns im Coaching oder auch in den Optionsstrategien, die sehen ja eh Woche für Woche die Kontoauszüge, also da wird ja nichts verheimlicht. So, und jetzt ist auch das Spannende, jetzt fragt man sich ja, Mensch, wieso habe ich denn in dem einen Konto einen Drawdown und in dem anderen Konto nicht? Also gerade wenn wir die reinen Future-Optionskonten vergleichen, wieso ist dann in der einen Drawdown und in dem anderen ist kein Drawdown? In dem Managed Account ist auch gerade ein Drawdown. Ne? Woran liegt das? Und manchmal, wenn man jetzt nur ein einzelnes Konto hat, dann denkt man ja, ah, warum ist denn das jetzt bei mir und ein anderer erzählt, bei ihm ist gerade ein Hoch. Und dann denkt man, habe ich denn nur Pech, habe ich die falschen Optionen herausgesucht oder mache ich irgendwelche Fehler? Und dabei ist die Antwort manchmal ziemlich banal. Bei uns liegt es zum Beispiel daran, dass wir in den Coaching-Konten deutlich mehr handeln. Ne? Also wir haben da deutlich mehr Positionen, da haben wir oftmals 7, 8, 10, vielleicht auch mal 12 verschiedene Positionen, wohingegen wir eben bei dem Konto, was wir für den Börsendienst haben, eben meist nur 5 oder 6 Positionen haben. So, und jetzt ist genau etwas Besonderes passiert, nämlich wir haben die 6 Positionen, die wir aktuell im Börsendienst haben, die habe ich analog auch in
Coaching-Konto, zumindest fast. Ne? Also es sind vielleicht manchmal ein bisschen andere Strikes und so, aber grundsätzlich, wenn ich also sage, ich habe irgendwie eine Position auf den Kanada-Dollar, dann habe ich die im Coaching-Konto jetzt momentan auch. Und dann habe ich eine Position im, sagen wir mal, ich habe zum Beispiel eine Position in den Bonds, dann habe ich die im Coaching-Konto auch. So, jetzt kam auch Folgendes dazu. Im Coaching-Konto hatte ich einfach noch ein paar mehr Positionen. Ne? Und die habe ich in dem kleineren Konto nicht gehabt. Warum? Nicht etwa, weil die nicht gut genug gewesen wären oder so, sondern weil im kleinen Konto, weil der nicht so groß ist, die Margin schon ausgereizt war. Ne? Das heißt, ich habe Positionen aufgesetzt und irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du sagst, ah, meine Margin ist eigentlich ziemlich ausgereizt, da kann ich jetzt den nächsten Trade nicht machen. So. Und das ist überhaupt nicht schlimm, das kennt jeder von euch, der ein kleineres Konto hat. Man wird durch die Margin automatisch in der Auswahl seiner Trades beschränkt. Ja, und das ist auch jetzt nichts Schlimmes. So, und jetzt ist eins passiert, dass wir genau die Trades, die wir mehr haben im Coaching, dass wir mit denen adjustieren mussten. Ne? Also die sind gegen uns gelaufen. Wir hatten irgendwie Positionen im DAX, ne? Und das DAX nach unten und wir mussten die Dinger halt rollen. Wir hatten irgendwie eine Position auf Tesla, mussten wir rollen. Wir hatten eine Position im Öl, mussten wir, nein, wir hatten eine Position im Euro. Wir hatten eine Position im Euro, lief gegen uns, mussten wir rollen. Ne? Und all diese Dinge, die uns jetzt in den großen Konten einen Buchverlust gebracht haben oder einen kleinen Zwischenverlust, einen kleinen Drawdown, die hatten wir in dem kleinen Konto eben nicht. Ne? Weil, wie gesagt, die Margin hat es nicht hergegeben. Sonst hätten wir diese Position dort auch gehabt, weil es an sich alles korrekte Trades waren nach unserer Strategie. Und da könnte man ja jetzt auf die Idee kommen, wenn das jetzt nicht das gleiche, also wenn mir gehören ja beide Konten. Und aus dem Grund kann ich ja nicht sagen, ich habe ja Glück oder Pech gehabt. Ne? Aber stellt euch mal vor, euch geht es so. Ihr habt ein Konto, wie dieses, wo ihr die Positionen habt, die jetzt den Drawdown bringen. Und ein anderer hat aus irgendeinem Grund diese Positionen nicht, ne? Weil er vielleicht andere Positionen gemacht hat, die nicht mehr reinnehmen konnte oder wie auch immer. Dann käme man dann doch schnell auf die Idee zu sagen, naja, das war ja Pech, dass ich genau die herausgesucht habe. Ne? Komischerweise, wenn man aber die ganze Zeit davor eine bessere Performance hat, das sagt man ja auch nicht, das ist aber Glück, dass ich das hatte, sondern schreibt man sich das selbst zu und sagt, naja, ich habe halt einfach super Trades rausgesucht und ich bin ein toller Hecht, ich bin ein toller Händler. Ja? Und deswegen ist es immer so, wir Menschen neigen dazu, Dinge, die gegen uns laufen, oder sagen wir mal nicht wir Menschen, wir machen es mal ganz konkret, wir Trader, wir neigen dazu, Dinge, die gegen uns laufen, als Pech abzustempeln. Ne? Ah, der Markt hat gerade hier gedreht, genau in dem Moment, wo ich meine Position eröffne. Oder kaum habe ich die Position aufgesetzt, kommt hier irgendeine Nachricht und es läuft gegen mich. Ne? Aber das ist natürlich Quatsch. Glück und Pech gibt es nicht an der Börse. Ne? Es gibt nur Können und Nicht-Können. Es gibt Wissen und Nicht-Wissen. Und es gibt systematisches Handeln und es gibt unsystematisches Handeln. Was soll das heißen? Das bedeutet ganz einfach, dass wir diese Dinge nicht überbewerten sollten. Ne? Das heißt, wenn wir mal einen Drawdown haben und es geht ein bisschen zurück, dann ist das einfach ein vollkommen normaler Vorgang in jedem Trader-Depot, in jedem Investment-Depot. Jeder, der sich mit dem Thema Börse beschäftigt, hat eigentlich permanent Schwankungen in seinem Konto. Jetzt fallen die meistens nicht auf. Ne? Also wenn wir zum Beispiel jetzt in diesem Jahr, bislang hatten wir also gut wie keine Drawdowns. Im Coaching liegen wir jetzt ungefähr so bei 2,5-3% Drawdown. Das ist unser maximaler Drawdown in diesem Jahr. Bei einem Gewinn von ungefähr so 15% etwa. Das heißt sehr, sehr klein. Und zuvor waren die Drawdowns immer so 1-2% höchstens. Ich glaube nicht mal 2%, vielleicht nur 1%. Ja? Und das liegt einfach daran, dass die ganze Zeit eben sehr, sehr stabil nach oben ging, wir nur kleine Positionen gemacht hatten und die nie rollen mussten. Jetzt wird es mal ein bisschen heftiger, die Volas steigen an, wir müssen ein bisschen rollen und jetzt müssen wir das eben machen. Und hier ist es ganz einfach so, was auch vielleicht manchmal der ein oder andere sieht, oh, du bist ja so gut in den Trade gekommen, hast du Glück gehabt? Nein, hat damit überhaupt nichts zu tun. Glück und Pech gleichen sich an der Börse auf, da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Also wenn du 10-mal hintereinander Pech hattest, dann wirst du auch 10-mal Glück haben, auf lange Sicht gesehen. Das ist ein Ausgleich. Es geht einfach nur darum, handelst du systematisch.
Und wenn du systematisch handelst, damit meine ich jetzt nicht, dass du mechanisches Handelssystem laufen lässt, sondern dass du einfach sagst, machst du immer wieder tendenziell das Gleiche. Natürlich, jeder Trade ist etwas anderes. Wenn ich heute eine Option auf Erdöl verkaufe und morgen eine Option auf Sojabohnen, dann sind das zwei unterschiedliche Trades. Aber ich werde ja immer wieder aus den, also mir geht es zumindest so und der Masse unserer Kunden geht es auch so, wir kommen ja immer wieder aus den gleichen systematischen Überlegungen heraus zu einem Trade. Ne? Also, dass wir uns die Märkte anschauen, dass wir uns die Volatilität anschauen, dass wir uns den einzelnen Kontrakt anschauen, dass wir dann noch bestimmten systematischen Regeln die Optionen heraussuchen und diese dann entsprechend verkaufen oder kaufen. Also das ist ja ein komplett systematischer Ansatz. Und jeder, der jetzt glaubt, dass das dann trotzdem keine Schwankungen geben darf und dass man da Pech haben kann, der hat noch nicht genau verstanden, dass es kein Pech gibt. Denn bei jedem Börsentrade, den wir machen, egal ob es jetzt ein ganz, ganz kurzfristiger Scalp ist oder ob es eine 10 Jahre, 20 Jahre laufende Investition ist, wir handeln ja immer Wahrscheinlichkeiten, weil ja niemand, kein einziger, egal was er für ein technisches Hilfsinstrument verwendet, weiß die Entwicklung der Zukunft. Und die Zukunft beginnt immer dann, wenn du den Trade umgesetzt hast. Das heißt also, bis zu dem Zeitpunkt, wo du die Position eröffnest, hast du Kontrolle über dein Geld. Du sagst, okay, ich eröffne jetzt eine Position. Und bis zu dem Punkt hast du eine Kontrolle, weil entweder du machst sie auf oder du machst sie nicht auf. Das entscheidest du. Alles, was danach kommt, hast du keinerlei Kontrolle mehr. Keine. Das ist eine Illusion, dass man am Rechner sitzt oder am Bildschirm sitzt und sagt, oh, jetzt schaue ich mal drauf und dann sehe ich ja, was passiert und ich kann eingreifen. Nein, kannst du nicht. Du kannst nämlich nicht kontrollieren, was die Preise machen. Die Preise können sofort, nachdem du den Trade gemacht hast, in deine Richtung laufen, du kannst sofort in den Gewinn kommen. Und wir hatten das in den letzten Wochen auch immer mal. Wir haben einen Trade aufgesetzt und innerhalb von einem Tag lagen wir 50% im Plus. Also bei verkauften Optionen, ne? Nicht, dass jetzt jemand denkt, wir kaufen Sachen und die sind am nächsten Tag 50% mehr wert. Das geht ja nur mit Bitcoin. Dass man einfach sagt, eine Option verkauft und am nächsten Tag ist die auf irgendeiner Sache 50% gefallen. Ist das Glück? Nein, das ist kein Glück, sondern das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass wir in einem Moment eine Option aufgesetzt haben und sich der Preis danach in unsere Richtung entwickelt haben. Und das gehört einfach, das ist ein ganz normaler Vorgang. Und umgekehrt ist es auch so, wir haben Positionen aufgesetzt und ein, zwei Tage später stellen wir fest, oh, hier liegen wir total falsch, hier müssen wir jetzt schon eingreifen und müssen irgendetwas tun. Ne? Und deswegen sollte jeder mal darüber nachdenken, wie er auch für sich selbst diese Begriffe Glück und Unglück beim Börsenhandel definiert, weil wenn du immer nur, wenn es mal schlecht läuft, du dir sagst, ah, da habe ich jetzt Pech gehabt, ne? Dann machst du dich im Grunde genommen auch so ein bisschen vom Zufall, vom Schicksal abhängig, weil wenn du sagst, mein Minus beruht auf Pech, dann musst du auch sagen, dann beruht auch dein Plus nur auf Glück. Und da wir aber Glück nicht kontrollieren können. Wir können nicht sagen, okay, ich habe jetzt ab sofort ein glückliches Leben, ne? Sondern man kann ein glückliches Leben nur haben, wenn man etwas dafür tut. Und genauso ist es beim Trading. Deswegen bist du im Grunde genommen immer, wenn du sagst, ah, ich habe Pech gehabt oder so, oder die Umstände sind gegen mich, dann begibst du dich so ein bisschen in eine Opferrolle hinein. Ne? Und Opferrolle bedeutet aber auch, dass alles Gute, was dir passiert, eigentlich dir auch nicht zuzuschreiben ist. Das heißt, du gibst Verantwortung ab. Und deswegen muss man ganz klar sagen, wenn du Verluste hast und du hast dich an deine Regeln gehalten, du hast systematisch gehandelt, ne, du hast alles richtig gemacht, so what? Dann ist es halt einfach so. Das gehört nun mal zu diesem Börsenhandel, zu diesem Börsenspiel, gehört das ganz einfach dazu. Und wenn du Gewinne machst, dann gehört das genauso dazu. Dann liegt das nicht daran, dass du irgendwie besonders viel Glück hattest, sondern dann entspringt das auch einfach nur dem, was die Preise gemacht haben, nachdem du die Position eröffnet hast. Langfristig betrachtet ist es ja so, dass wenn du einen systematischen Ansatz hast, egal wie der ausschaut, und wenn dieser systematische Ansatz einen positiven Erwartungswert hat, ne, also wenn du sagst, grundsätzlich, wenn ich das tue, macht das Ganze Sinn,
dann wirst du auf Dauer mit dem richtigen Risikomanagement Geld verdienen. Alles, was kurzfristig ist, ne, auf Sicht einiger Tage, einiger Wochen, vielleicht je nach Trading-Strategie sogar einiger Monate, bei Investoren sogar einiger Jahre, darauf hast du keinen Einfluss und das hat auch nichts mit Glück oder Unglück zu tun oder Pech, ne, sondern das ist einfach so und das sollten wir einfach sehr stoisch hinnehmen. Ich werde nächste Woche mal ein Buch vorstellen, was mich momentan sehr, sehr begeistert. Ich habe es schon dreimal jetzt als Hörbuch angehört, jetzt habe ich es mir sogar noch bestellt. Und wenn es dann da ist, stelle ich das nächste Woche mal vor, entweder hier im Kanal oder vielleicht auch im Jens Rabe-Kanal, wo es auch so ein bisschen um diese Dinge mitgeht. Und mir war das bloß einfach wichtig, weil ich es eben jetzt hier an der aktuellen Stelle gesehen habe und weil ich ja weiß, dass mir jetzt manchmal Kunden schreiben und sagen, Mensch Jens, ich sehe bei dir im Konto, das Konto ist auf Allzeithoch und ich habe gerade einen Drawdown. Ne? Ja, aber wie gesagt, hat eigentlich nicht so sehr viel mit dem Können als solches zu tun, sondern es kann wirklich manchmal ganz banale Dinge sein, dass du einen Trade umgesetzt hast, den ich nicht umgesetzt habe, wird es ein Gewinner, hast du vermeintlich Glück und ich vermeintlich Pech, wird es ein Verlierer, ist es umgekehrt, aber eben wie gesagt, gibt kein Glück und kein Pech, sondern es hat alles nur mit Systematik zu tun. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder beim nächsten Video, ich wünsche euch dabei viel Erfolg, schreibt mir mal dazu, wie ihr über Glück und Pech und Unglück an der Börse denkt. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.